Hallo von der Meiner vom Startup bei Food Summit 20. Ich stehe hier mit dem Matthias von Betgold und da stellt mal kurz sein Startup vor. Ja, wir sind Betgold und wir machen Vollgemüse-Tortillas in den Sorten Karotte und Rote Beete. Und ja, was uns besonders macht, ist eigentlich, dass wir wollten Tortillas machen, in denen nicht irgendwie 5 oder 10 oder 20% Karotte oder Gemüse drin sind, sondern in allen unseren Produkten soll wirklich ein substanzieller Anteil an Gemüse sein. Und in dem Fall sind es jetzt 80%. Und das gelingt uns durch eine einzigartige Zutat. Und die Zutat ist Gemüsetrester. Für den, der Gemüsetrester nicht kennt, Trester fällt an, wenn man Gemüsesaft herstellt, entsteht auf der einen Seite immer ganz viel Saft, auf der anderen Seite entsteht Trester, der bislang nicht weiter als Lebensmittel verwendet wird. Und das finde ich echt total schade, weil der ist ernährungsphysiologisch sehr wertvoll. Und den verwenden wir jetzt hier eben als Mehlersatz. Ja, den habe ich ja vorher bei euch am Stand probiert und habe gedacht, ja genau, warum macht man das nicht? Und die schmecken sehr gut, muss ich sagen. Wie kam da auf die Idee? Also, ich muss dazu sagen, wir sind ein Corporate Startup. Wir sind entstanden in einem Unternehmenswettbewerb von der Firma Hochland. Und damals hatte ich eine Idee eingereicht und die Idee kam eigentlich so ein bisschen daher, wenn man sich anschaut, was so mit dem Thema Milch passiert ist. Aus der Milch wurde früher irgendwie Käse und oder wird schon immer Käse und Molke gemacht. Und die Molke wurde früher an die Schweine verfüttert und heute ist eigentlich einfach ein sehr genauso wertvolles Lebensmittel wie die anderen Fraktionen der Milch auch. Und da kam eben die Idee auf, wo gibt es denn noch Nebenströmen, wo das so ähnlich sein könnte. Und da haben wir uns gefragt, was kann man eben aus dem Trester machen. Und habe ihn dann, weil ich mich auch schon eine ganze Zeit lang Low Carb ernähre, als Mehlersatz eingesetzt und habe das dann dort eingereicht. Und so im ersten Moment, wenn du sowas einreichst, so eine Idee, dann rechnest du nicht damit, dass du es am Schluss auch wirklich machen musst. Und ja, aber so sind wir dazu gekommen. Das ist jetzt 2 Jahre her. Es hat dann nur eine Zeit lang gedauert, bis das Projektteam stand und jetzt arbeiten wir etwa 1,5 Jahren an der Sache. Ja, super. Also wie gesagt, ich finde es ein wahnsinniges Produkt. Wir haben ja vorher schon auch drüber gesprochen. Was plant ihr noch für die Zukunft? Plant ihr noch andere Sorten oder andere Produkte vielleicht? Also das Produkt ist ja heute, ist jetzt ein Tortilla, den kann man aber auch heute schon ganz vielseitig eigentlich einsetzen. Also Tortilla ist erstmal das, was jetzt auf den Markt bringen. Aber theoretisch, wenn ich mir meinen Sohn anschaue, der isst gern mit Nutella, eigentlich ist es immer eher als Pfannkuchen zum Beispiel. Oder was ich auch sehr gern mag, ist, wenn man es als Flammkuchen macht, dann nutzt es dann als Flammkuchenboden ein bisschen Creme Fraiche drauf, ein paar Zwiebeln drauf und dann ist es ein ganz toller Flammkuchenboden. Und da merkt man eigentlich schon, man kann aus dem Produkt noch viel mehr machen, wenn man sich einfach überlegt, was wird denn eigentlich alles aus Mehl gemacht. Und in die Richtung werden wir weiter denken. Also das ist jetzt das Produkt, mit dem wir jetzt auf den Markt gehen, beziehungsweise jetzt auch in den ersten beiden Supermärkten sind, seit letzter Woche. Und dann wird die Frage sein, wie machen wir weiter. Und da wird es dann eben genau, also man kann sich überlegen, wenn wir das Ganze einfach wie kannst du in eine andere Form bringen, dass du das wenn man einen ähnlichen Teig dann auch zu interessanten anderen Produkten machst. Ja, hört sich mega spannend an. Also ich werde euch beobachten, weil mir schmeckt es nämlich wirklich gut. Wie seid ihr auf Crowdfoods und auch auf den Food Summit aufmerksam geworden? Wir kommen ja aus dem schönen Allgäu und weil wir insgesamt nachhaltig unterwegs sind, war es uns dann auch wichtig, dass wir nicht nur jedes Mal, wenn wir uns das Packungsdesign anschauen, einmal nach Berlin fliegen mit dem Flugzeug und haben uns deswegen eine Agentur ganz in der Nähe gesucht, bei uns in Ravensburg, das KGM, und mit denen haben wir zusammengearbeitet und das ist ja auch ein Partner wiederum von euch. Genau, und so sind wir hier darauf aufmerksam geworden und auch eingeladen worden, um hier unsere Produkte vorzustellen und vor allem euch hier auch alle zu verköstigen. Ja, da hat die Agentur einen sehr guten Job gemacht, weil, ja. Wie gefällt euch die Location und die Veranstaltung? Also die Mainau ist natürlich insgesamt erstmal toll. Wir sind natürlich heute Morgen fast im Dunkeln gekommen. Jetzt fahren wir im Dunkeln wieder, von daher hat man jetzt von draußen nicht so viel gesehen. Aber der Bodensee ist natürlich schon beeindruckend. Ich meine, der ist bei uns auch vor der Tür. Aber so nah sind wir dann normalerweise doch nicht dran. Deswegen, also erstmal tolle Location, definitiv. Und was ich halt hier total spannend finde, einfach von der Veranstaltung, ist einfach mit so vielen anderen Gründern oder beziehungsweise so vielen anderen Startup-Unternehmen in Kontakt zu kommen. Ich meine, wir sind wirklich in der angenehmen Situation, dass wir letzten Endes jemanden hinter uns stehen haben. Auf der anderen Seite stehen wir doch gerade, wir sind doch relativ selbstständig in dem, was wir tun und stehen deswegen doch vor einfach ähnlichen Herausforderungen wie die anderen Startups auch. Wie kommst du jetzt in den Einzelhandel rein, gerade wenn du eben auch noch von der Produktionskapazität einfach her
erstmal schauen musst, wirklich dich da Schritt für Schritt vortasten musst. Dass du immer mehr produzierst, aber auch immer mehr Listungen bekommst, Lieferfähigkeit dann auch sicherstellen kannst. Und da sind wir jetzt dran. Super. Ich wünsche dir auf jeden Fall heute noch einen schönen Abend beim Apo. Ich habe vorher gesehen, es sind ja auch so Crepe-Rollen oder sowas, oder Tortilla-Rollen, gefüllte unterwegs noch. Gab es ja vorher auch schon beim Mittagessen. Ja, ich glaube, jetzt hoffentlich sind sie bald leer. Ja. Ja, da werde ich nochmal ein, zwei essen und beim Abo noch viel Spaß. Für euch noch in der Zukunft viel Erfolg und danke fürs Gespräch. Und ja, bis demnächst mal wieder.